Hallo an alle Frostbeulen da draußen. Es ist Winter, ihr wollt es warm. Ich habe hier genau das Richtige für euch. Und damit erstmal herzlich willkommen hier bei mir, Applecat-Freunde. Ja, also wer das Design hier sieht, der denkt wahrscheinlich in erster Linie nicht an einen Heizlüfter. Aber genau das ist es. Natürlich kein normaler Heizlüfter. Nee, das hier ist ein Keramikheizlüfter. Der bietet ja diverse Vorteile und die will ich euch heute mal schildern. Und auch meine Erfahrungen hier mit dem kleinen Designteil. Das kommt übrigens von der Firma Easy Egg. So, ich drehe es mal ein bisschen um. So sieht es schon ein wenig glaubwürdiger aus. Wir haben hier vorne einen Metallgrill. Hinten dran sehen wir die Heizelemente, die natürlich aus keramischem Material bestehen. Das hat die besonderen Eigenschaften. Erstmal, es glüht nicht. Also, da werden auch keine Haare eingesogen, beziehungsweise eingesogen schon, aber die verbrennen dann nicht, wie bei so einem normalen Heizdraht, der in so einem Standardheizlüfter drin ist. Eine gute Sache für Allergiker schon mal, wenn dann die Tierhaare nicht noch verbrannt werden. Und natürlich hat das noch den Vorteil, dass sich das Material hier selbst reguliert. Denn bei ansteigender Hitze ändert sich der Widerstand des Materials und der Strom kann nicht mehr so gut durchfließen und dadurch reguliert sich das quasi selbst und kann rein theoretisch nicht überhitzen, was natürlich sehr gut für die Sicherheit ist. So, also so sieht das Teil von vorne aus. Hier haben wir den Grill, hinten dran kann man den Ventilator erahnen, dann vorne die Heizelemente und hier unten haben wir noch eine kleine LED. Wenn ich da mal jetzt einschalte, sieht man, dass die dann auch anfängt zu leuchten. So, also dann zur Seite, dort haben wir nochmal den Easy Egg Schriftzug und einmal hier die Steuerung. Wir haben drei verschiedene Modi, die wir einstellen können. Einmal aus, einmal nur das Gebläse, das hat dann einen Verbrauch von 5 Watt. Dann könnt ihr das als leichten Ventilator benutzen, hier im Sommer zum Beispiel. Dann haben wir die Heizstufe 1, da werden dann 600 Watt Leistung abgerufen. Und bei der Maximalstufe auf Stufe 2 sind es dann 1000 Watt Heizleistung. Drehen wir nochmal eine Ecke weiter, so sieht die Rückseite aus. Ich dachte am Anfang, das hier wäre die Vorderseite, habe mich gewundert, dass da gar nichts rauskommt, weil das Design eben so ungewöhnlich ist. Aber das hier ist die Rückseite, dort wird also die Luft eingesogen und hier hinten haben wir noch einen kleinen Knopf, der kann die Rotation dann ein- und ausschalten und die zeige ich euch jetzt eben mal. Ich schalte jetzt mal das Gebläse ein und drücke hier auf der Rückseite den Knopf und dann seht ihr, wie dann der Heizlüfter beginnt hier hin und her zu schwenken und das in einem Radius von 60 Grad. Und ihr hört vielleicht schon, der ist recht leise und das ist auch so ein Vorteil hier von so einem Keramikheizlüfter. Die Dinger sind echt angenehm leise und machen sehr, sehr schnell warm. Also jetzt kommt hier nur kalte Luft raus. Wenn ich jetzt aber mal hier auf die Heizstufe 1 hochdrehe, die habe ich jetzt hier, dann kommt hier schon direkt die warme Luft raus. Das spüre ich, aber ihr seht, ja, dass ihr nichts seht, denn da gibt es keine glühenden Drähte und jetzt wird es richtig, richtig warm. Und das ist ein Riesenvorteil auch für die Sicherheit. Und apropos Sicherheit, wenn das Ding hier mal umfällt, tja, da habt ihr es gehört, da geht der direkt aus, da geht der Heizlüfter aus und ich stelle ihn wieder hin und dann geht er wieder an und fängt wieder an zu blasen und ich drehe es um und hier kann man es im Ventilator sehen, dass hier hinten das Rädchen aufhört zu drehen. Das ist ganz leicht gelöst. Hier unten ist ein Schalter drin. Ja, wenn der gedrückt ist, dann läuft es. Wenn er nicht mehr gedrückt ist, dann läuft es eben nicht mehr. Prima Sache für die Sicherheit, falls das Ding mal rumkippen sollte, dass dann der Ventilator oder der Lüfter hier nicht unkontrolliert einfach immer weiterläuft. Finde ich eine sehr, sehr gute Sache. Und ja, ich habe natürlich auch mal getestet, wie schnell macht der denn warm? Weil wofür braucht man sowas? Wer hat immer kalt? Na klar, die Frauen haben immer kalt und das besonders im Bad. Also Heizlüfter im Bad, absolut ein Muss hier bei uns, zumindest im Winter. Und deswegen habe ich das Ding auch mal in den Einsatzort gebracht, ins Badezimmer, habe das mal angeschaltet, vorher mal die Temperatur der Wand gemessen, also nicht die Lufttemperatur, die Temperatur der Wand mit meinem Thermostat und habe dann eben mal 20 Minuten laufen lassen und habe dann das Ergebnis hier und man sieht schon eine deutliche Erwärmung von diesem echt Mini-Heizlüfterchen in dem doch recht großen Badezimmer, das wir haben, so mit etwa 9 Quadratmetern oder 10 Quadratmetern. Das kann sich schon sehen lassen von der Leistung. Finde ich echt überzeugend und vor allem, das Ding ist schön leise, es hat keine unangenehme Geruchsentwicklung, außer beim allerersten Mal. Wenn ihr das zum ersten Mal einschaltet, macht es irgendwo in einem Raum, macht das Fenster auf, lasst den mal eine halbe Stunde laufen auf maximaler Stufe, damit hier so ein bisschen ja, die Ausdünstungen verschwinden können. Denn beim ersten Mal ja, riecht es etwas unangenehm, aber danach ist das echt schnell verflogen und dann im weiteren Betrieb ist das hier eine echt prima Geschichte. Leise, macht schnell warm, schwenkt
schwenkt hin und her, heizt den Raum schön auf. Ihr habt keinen Glühdraht, ihr habt eine sehr gute Wärmeumsetzung hier durch das Keramikmaterial. Also ein echt schöner Heizlüfter mit, wie ich finde, sehr, sehr modernem und ansprechendem Design. Und ihr könnt ihn auch noch ganz gut reinigen, denn hier auf der Rückseite, das Gitter, das kann man hier einfach abnehmen. Hier ist eine ganz normale Kreuzschlitzschraube, die rausdrehen. Hier hinten das ganze Gitter runternehmen, dann kann man auch mal den Staub, der sich da im Laufe der Zeit ansammelt, ganz gut entfernen, Gitter wieder drauf machen und weiter kann das Ganze gehen. Also, so funktioniert das Teil und ich finde es echt gut, Freunde. Also ich muss sagen, mir gefällt das Design. Der ist schön, der ist klein, den kann man gut hinstellen und der ist nicht so ein riesen Klotz wie diese normalen Heizlüfter. Ihr wisst schon, diese quadratischen, die auch wesentlich lauter sind. Also für mich eine sehr gute Lösung, gerade jetzt für die Winterzeit, wenn es mal eben sehr, sehr schnell warm werden soll, wie zum Beispiel mal morgens flott im Badezimmer. Oder eben im Sommer auch als Ventilator. Ihr wisst ja, Ventilationsstufe ohne Heizung, nur Gebläse, 600 Watt oder 1000 Watt und dann geht es hier ruckzuck voran. Und ich habe hier auch nochmal die Temperatur vom Gehäuse gemessen, denn das ist mir auch aufgefallen, positiv aufgefallen, das Gehäuse wird nicht besonders warm. Also das liegt hier so zwischen 35 und maximal 40 Grad, so um den Dreh rum. Hier vorne wird es natürlich wesentlich heißer, da erreicht man schon mal so 80, 85, 90 Grad. Ne, wenn man das Ding hier eingeschaltet hat, klar, da kommt ja auch warme Luft raus, aber das Gehäuse im Gegensatz zu solchen anderen Heizlüftern bleibt hier angenehm kühl, was ja auch ein Sicherheitsfaktor ist. Also ich mag das Ding hier wirklich sehr, der hat einen guten Platz bei uns gefunden und von daher kann ich euch den empfehlen. Der ist auch gar nicht teuer, 30 Euro, so Pi mal Daumen. Der Link ist hier unten in der Videobeschreibung, Freunde, also wenn ihr auch eine Frostbeule seid oder ihr habt eine Frostbeule zu Hause, hiermit könnt ihr oder ihm was Gutes tun. Ich will ja hier nicht die Frauen diskriminieren. Es gibt ja auch Männer, die gerne kalt haben. Also, das soll es gewesen sein, Freunde. Ein gutes Teil von Easy Egg. Macht flott warm. Ich bin zufrieden. Ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr euch das Teil mal anschaut. Also, bis zum nächsten Mal. Ich sag tschüss und ja, macht mir hier noch ein bisschen warm. Ach, wunderbar. Also, macht's gut.